werde ich häufiger mal gefragt, wie wir eigentlich immer auf die Straßen kommen, die wir Ihnen hier regelmäßig in der Lokalzeit in unserer Rubrik Unsere Straße vorstellen. Die Antwort ist eigentlich ganz einfach, denn Sie zu Hause können uns interessante und sehenswerte Straßen vorschlagen. Auch die Elbeallee in Bielefeld-Sennestadt wurde unserem Reporter Jörg Brückel von einem Zuschauer wärmstens ans Herz gelegt. Und wir schauen uns jetzt mal an, was es dort zu sehen gibt. Man soll es nicht glauben, aber das hier ist tatsächlich das exklusivste Sonnendeck von ganz Bielefeld. Denn wir sind in 40 Meter Höhe und zu unseren Füßen, da liegt sie, unsere Straße, die Elbeallee. Die gucken wir uns an. Die Sennestadt, eine komplette Stadt vom Reißbrett. Ab 1956 entstand hier für über 20.000 Flüchtlinge eine neue Heimat südlich des Teutoburger Waldes. Und das Originalmodell, das steht noch heute an unserer Straße, der Elbeallee. Hier treffe ich auf den 91-jährigen Mitarchitekten Peter Holst. Es ist ja unglaublich, dass man für knapp 20.000 Menschen Wohnraum in 4 Jahren geschaffen hat. Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, ne? Das kann man sich heute sicher nicht mehr vorstellen, aber damals waren alle, es gab ja damals diese Aufbruchsstimmung, die also heute ja auch sagenhaft schon ist, und an alle, die das erlebt haben, erinnern sich gerne an diese Zeit. Es war nach dem Krieg, es ging langsam wieder aufwärts. Wir waren alle jung, waren durch den Krieg durchgekommen, hatten so einiges zwar erlebt, aber waren eben heil zurückgekommen und waren nun alle dabei, auch wir jungen Architekten nach dem Studium, nun hier zu zeigen, was wir konnten. Und da war natürlich das Ideal, eine ganz neue Stadt mitzubauen. Die neue Stadt und damit auch unsere Elbeallee sind inzwischen allerdings ein bisschen in die Jahre gekommen. Und zu Ehren, seit 2010 trägt Sennestadt sogar den schönen Titel historischer Stadtkern mit besonderer Denkmalbedeutung. Im kleinen Kiosk ist hingegen alles frisch, sogar der Tee. Aber wieso eigentlich Tee? Schade, dass es kein Geruchsfernsehen gibt, denn das hier ist die Original-Sennestädter Sommerbrise. Mit Aprikosenstücken und Korinthen und Kornblumen und boah, es riecht wirklich super. Und Anita Buschert verkauft nicht nur Lottoscheine und Dr. Frank Arztheftchen, sondern auch diesen Tee. Warum überhaupt? Weil viele Kunden haben mir gesagt, der Teeladen macht zu am Reichhofplatz. Und da habe ich gedacht, gehst du doch mal rüber und fragst den Herrn mal, ob wir das nicht zusammen machen können, dass wir das hier wieder mitverkaufen. Was sind es für Leute, die hier hinkommen? Ja, es sind vorwiegend ältere Leute, die noch ein bisschen das Familiäre lieben. Mhm. Die mal gerne mal ein bisschen reden und auch mal sich die Seele vom Leib reden, so wollen wir mal sagen. Und man ist dann so ein halber Seelsorger manchmal, ne? Gleich um die Ecke und auch an der Elbeallee liegt die Hans-Ehrenberg-Schule. Natürlich auch vom Sennestadtplaner Hans-Bernhard Reichow entworfen. Einmal die Woche probt hier die Big Band des evangelischen Gymnasiums. Denn hier lernt jeder Schüler nicht nur Dreisatz, sondern auch ein Instrument. Der Nachteil einer solchen Big Band ist ja, dass sie ziemlich big, also ziemlich groß ist. Und wenn man mit einem in der letzten Reihe sprechen will, da muss man sich, Entschuldigung, hier so ein bisschen durchtanken. Ich wollte nämlich zu Melanie Bruno, denn das hat einen besonderen Grund. Melanie macht eigentlich im Moment Abitur, trotzdem hier noch Proben. Das ist aber dann die große Liebe zu dieser Truppe und zu der Musik, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich mag die Big Band auch recht gerne und diese Proben, natürlich, wenn die auch immer anstrengend sind, ist es trotzdem am Ende des Tages, man hat halt was geschafft, wenn man irgendwie ein neues Stück eingeübt hat oder so. Das ist auch schon schön dann danach, ja. Keine Sorge dann in der Prüfung, ohne das nötige Wissen zu stehen, weil man lieber hier musiziert hat? Nee, es ist ja praktisch wie so eine Art Hobby hier von uns, ne, dass wir uns hier wirklich hinsetzen und alle miteinander proben. Und was für Prüfungen stehen noch aus? Was wird noch abgefragt? Wo müssen wir die Daumen drücken? Oh, auf jeden Fall noch für Bio, da muss alles gedrückt werden, was es gibt. Und dann noch Pädagogik, aber ja. Ach, bei Pädagogik. Aber Bio, da drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Dankeschön. Bitteschön. Das war sie, unsere Straße, die Elbeallee. Und wir enden mit ganz, ganz moderner Kunst.